Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute melde ich mich mit einem Herzensprojekt an euch, denn ich habe gemeinsam mit dem lieben Thorsten vom Kanal Toto Liest schon länger vor, zu diesem Thema ein Video zu drehen. Und heute wird es endlich umgesetzt. Wir möchten euch nämlich unsere liebsten Bücher über Bücher vorstellen. Und ja, es geht gleichzeitig ein Video von mir und von Thorsten online. Das heißt, ich werde sein Video natürlich in der Infobox verlinken. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich auch schon sehr auf sein Video. Ja, und ich bin wirklich glücklich, dass wir das jetzt doch noch hinbekommen haben, gemeinsam ein Video zu starten. Also wir vier Leser lieben es natürlich, Bücher zu lesen. Und was gibt es denn auch noch Schöneres, wenn man über Bücher in den Büchern liest? Also an alle Bibliophile, an alle Fans von der unendlichen Geschichte, von Tintenherz und von Die Stadt der träumenden Bücher. Das sind so die Vorreiter der Bücher über Bücher, wo einfach eine Liebeserklärung an Bücher und das Lesen herausgegangen ist, ob wir nun in Bücher hinein uns begeben und dort Figuren treffen aus Büchern oder es eine Büchermagie gibt oder wir ja den Helden unseres Buches, das wir gerade lesen, treffen und wir die Geschichte irgendwie beeinflussen können oder ob wir uns in einer ja, Bücherstadt befinden, wo Bücher Segen und Fluch zugleich sind und auch Gefahren bedeuten können. Und ja, das alles finden wir in diesen drei Büchern und noch vieles mehr. Ich werde jetzt zum Inhalt dieser Bücher nichts sagen, weil ich zum einen zu Tintenherz in meinen letzten Lesemonaten schon extrem viel gesagt habe, weil ich das gerade als Hörbuch erneut gehört habe. Zu Walter Mörs sage ich auch immer wieder etwas. Und Die unendliche Geschichte ist auch so ein Kinderbuch, Fantasy-Klassiker, den man einfach gelesen haben muss. Und das heißt, falls ihr diese Bücher noch nicht gelesen habt und ihr liebt es, Bücher über Bücher zu lesen, dann empfehle ich natürlich zuallererst diese Bücher. Aber jetzt soll es hauptsächlich um Bücher gehen, die in diese gleiche Richtung gehen oder die einfach das Thema Buch nochmal ganz anders irgendwie interpretieren. Und deswegen freut euch auf Bücher, über Schriftsteller, über Worte, über die Sprache allgemein. Und ja, lasst euch einfach mal inspirieren. Und ich hoffe, dass etwas für euch dabei ist. Es sind natürlich auch Bücher, die ich durchaus hier auf dem Kanal schon mal vorgestellt habe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es davon auch noch mal einen zweiten Teil geben wird, weil ich auch noch Bücher auf meinem Sub habe, also noch ungelesene Bücher hier habe, die zu diesem Thema ja, passen und auch noch Bücher auf meiner Wunschliste verweilen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dazu irgendwann noch einen zweiten Teil gibt. Aber jetzt sollen es erstmal diese fünf Bücher sein, die ich euch vorstellen möchte. Beginnen möchte ich mit Endymion Spring, Die Macht des geheimen Buches von Matthew Skelton. Es handelt sich hierbei auch um ein Kinder- und Jugendbuch ab 10, 12 Jahren, würde ich sagen. Und ich habe das immer noch in sehr guter Erinnerung, besonders wegen der Thematik, aber auch wegen der tollen Stimmung. Es hat hier eine unglaublich schöne herbstliche und winterliche Stimmung, passt perfekt in die Herbst- und Winterzeit, kann ich euch also jetzt wärmstens empfehlen, demnächst zu lesen. Und ja, deswegen gehört es auch auf jeden Fall in mein Regal für immer. Das Ganze beginnt in Oxford in einer Bibliothek. Wir treffen dort auf den jungen Blake, der wegen seiner Mutter dort ist, die dort an der Universität Oxford arbeitet, und er langweilt sich extrem. Er streift durch die Bibliothek und fährt so mit seinen Fingern an den Büchern entlang, zieht hin und wieder mal gelangweilt ein Buch raus, aber guckt gar nicht so richtig hin, bis er ein Buch hinauszieht und er auf einmal von irgendetwas seltsam in die Finger gestochen wird und er guckt sich dieses Buch genauer an. Auf den Titel erkennt er so ganz, ganz verblichen den Namen Endymion Spring und das Buch sieht sehr, sehr alt aus. Er blättert hinein, sieht aber nichts. Es steht nichts geschrieben daran, es sind einfach nur weiße Seiten, aber dennoch ist er so fasziniert von diesem Buch, dass er es nicht vergessen kann und mitnimmt. Und auf einmal, als er nochmal hineinschaut, scheinen dort pulsierende Äderchen auf den Blättern. Und man könnte denken, dass dieses Buch zum Leben erweckt. Denn so langsam
spinnt sich dort auch eine Geschichte zusammen. Es erscheinen Buchstaben und Blake fängt natürlich an zu lesen und er ist dort auf ein großes Geheimnis gestoßen. Dieses Geheimnis hat mit der Zeit Johannes Gutenbergs zu tun. Wir erfahren nämlich ja etwas auch von einem Jungen, der zu dieser Zeit gelebt hat in Mainz. Und ja, der junge Blake, der liest nun davon und wir befinden uns in einer Winternacht zunächst und sehen eine abgerissene Gestalt, die eine schwere Truhe durch den Schnee zieht. Und diese Truhe ist mit seltsamen Ornamenten versehen und mit Schlangen, metallenen Schlangenschließen. Und diese Schlangen scheinen lebendig zu sein. Ja, und was das Ganze mit dem Buch zu tun hat und was man hier noch alles entdecken kann, das müsst ihr herausfinden. Der junge Blake, der hat auch noch eine junge Schwester und die will dann natürlich auch an diesem Abenteuer teilnehmen. Und es wird so wunderbar. Ich habe noch ganz genau dieses Bild von Gummistiefeln irgendwie im Kopf, die durch die Pfützen springen und dass hier das Herbstlaub beschrieben wird. Und genau das hat mich halt hier angesprochen, aber natürlich auch das geheimnisvolle Buch und die Geschichte und dann natürlich auch noch zu Zeiten Johannes Gutenbergs, wo es dann mit dem Buchdruck losging. Das Ganze ist natürlich unglaublich spannend gemacht und atmosphärisch. Ich glaube, das Buch, ich weiß nicht mehr, ob es das neuwertig zu erstehen gibt oder nur noch gebraucht, aber ich glaube, da kommt man noch gebraucht sehr gut dran. Schaut auf jeden Fall mal nach. Das kann ich sehr empfehlen, besonders in diese dunklen Jahreszeiten. Das nächste Buch, das ich euch vorstellen möchte, heißt Die Buchspringer von Mechthild Gläser. Und auch dieses Buch ist besonders bibliophil, gerade weil hier auch sehr, sehr viele Referenzen auf Kinder und allgemein Buchklassiker genommen wird. Und das bringt natürlich Spaß, besonders auch wenn man diese Buchklassiker kennt und selbst gelesen hat oder mal eine Verfilmung gesehen hat. Auch das würde ja auch schon reichen. Wir treffen hier nämlich auf Amy. Und Amy macht Urlaub, ich glaube in Schottland war das oder in Cornwall. Jedenfalls macht sie Urlaub und entdeckt bei diesem Urlaub, dass sie die Gabe hat, in Bücher hineinzuspringen, in ihre Lieblingsgeschichten hineinzuspringen und dass sie ihre liebsten Protagonisten treffen kann. Ja, und diese Buchspringer sind eine Gesellschaft, die eben ja, darauf achtet, dass es in der Literatur, in dieser Buchwelt mit rechten Dingen zugeht und dass alles in Ordnung ist. Sie sind sozusagen die Hüter dieser Bücherwelten. Denn man kann nicht nur in die Bücher hineinspringen, zum Beispiel ins Dschungelbuch, sondern die Figuren selbst können sich auch in so einer Art Zwischenwelt treffen. Ihre eigenen Welten, ihre eigenen Bücher sind natürlich ihr Zuhause und sie spielen natürlich auch immer wieder ihre Rolle und die Geschichte durch. Aber wenn sie die Geschichte durchgespielt haben, dann haben sie sozusagen auch Feierabend oder einfach mal Freizeit, wo sie sich treffen können. Und Amy freundet sich schnell mit Figuren aus ihren Lieblingsbüchern an. Zum Beispiel mit Shere Khan, dem Tiger, freundet sie sich an, der gar nicht so böse ist und immer wieder gute Ratschläge für sie hat. Oder auch mit dem jungen Werther, der zwar immer durch Liebeskummer gebeutelt ist, aber ihr ein treuer Freund ist. Und noch vielen mehr, zum Beispiel auch Elizabeth Bennet aus Stolz und Vorurteil. Und ja, sie freut sich natürlich und ist begeistert wegen ihrer neuen Gabe und genießt es richtig, in diesen Welten alles zu entdecken und noch realistischer zu entdecken, als es einfach nur zu lesen, bis auf einmal Unruhe in die Welt der Bücher Einzug hält und immer mehr schief geht. Denn Elizabeth Bennet zum Beispiel verletzt sich auf den Weg zu ihrem Liebsten und dadurch wird die größte Liebesgeschichte zum einen verhindert und zum anderen wird Sherlock Holmes tot an den Strand gespült und noch vieles mehr und da scheint irgendwas nicht mit rechten Dingen zu gehen und irgendjemand will das Ganze intrigieren und was derjenige oder diejenige vorhat, das müsst ihr hier selbst herausfinden. Ja, mir hat das gefallen, wie gesagt, diese ganzen Geschichten zu entdecken. Ich hätte am liebsten noch mehr Anspielungen gehabt. Manche Geschichten hat man ja zum Beispiel auch gar nicht gelesen. Hier erkennt man auch schon einige Figuren,
die man vielleicht aus Klassikern kennen könnte. Und eben das, was da neu zugefunden wurde, dieser Marktplatz, wo zum Beispiel auch Semikolons und Tinte verkauft wird. Also die Buchfiguren ernähren sich, glaube ich, tatsächlich davon und auch von Tinte. Und dass sie immer wieder ihr Leben und ihre Geschichte durchspielen und das einfach zu ihrem Alltag dazugehört, fand ich einfach eine wunderbare Idee. Und dass das jetzt Ganze alles irgendwie ein bisschen umgekrempelt wird. Es ist natürlich keine epische Geschichte, man hätte daraus noch mehr machen können. Es ist ein Einzelband, aber auf jeden Fall kann man das sehr genießen. Und eben gerade wenn man gerne Klassiker liest, dann kann man hier einiges entdecken. Oder aber, das war bei mir auch so, man kann Lust auf diese Klassiker bekommen. Wenn man sonst gar nicht so auf diese Klassiker gekommen wäre, könnte man dann Lust bekommen, diese zu lesen. Und das hat ganz viel Spaß gemacht. Und dazu dann noch so ein bisschen Schottland-Feeling kann ja auch nicht schaden. Das nächste Buch ist mal kein Kinder-Jugendbuch oder auch kein Fantasy. Trotzdem hat es etwas mit Büchern zu tun. Zum einen auch, weil die Protagonistin eine Schriftstellerin ist. Und zwar spreche ich von Die Falle von Melanie Rabe. Sie kennt den Mörder ihrer Schwester. Dieses Buch ist für ihn. Ja, dieses Buch sticht vielleicht so ein bisschen raus aus den anderen, aber ich dachte, zur Abwechslung kann man das hier sehr gut mit reinnehmen. Wir treffen hier nämlich auf die Schriftstellerin, die sehr, sehr berühmt ist, und zwar ist das Linda Konrads. Und sie lebt sehr zurückgezogen und das, ja, sagt man nicht einfach nur so, denn sie hat seit 11 Jahren ihr Haus nicht mehr verlassen. Das ist zwar ein sehr, sehr großes Haus mit ganz viel Luxus und sehr, sehr viel Annehmlichkeiten, dennoch geht sie nicht mehr vor die Tür. Seitdem sie damals die Leiche ihrer Schwester gefunden hat, die blutüberströmt dalag und sie auch noch den vermeintlichen Mörder ins Gesicht blicken konnte, der dann davongelaufen ist. Seitdem hat sie auch ja sehr mit sich zu kämpfen. Aber sie kommt eben davon, indem sie sich einfach ein schönes Heim gebaut hat, sich da eingeigelt hat und immer wieder Geschichten schreibt und damit ihre Fans begeistert. Bis sie eines Tages in den Nachrichten, ich glaube beim Recherchieren für ihr neues Buch oder so, sieht sie auf einmal den Mörder ihrer Schwester. Sie weiß, das ist der Typ und was soll ich jetzt machen? Niemand würde mir glauben und deswegen nimmt sie die Sache selbst in die Hand und möchte ihm eine Falle stellen. Und diese Falle besteht darin, dass sie ein Buch schreibt. Und zwar ein Buch, über das sie mit ihm dann sprechen möchte. Denn er ist Journalist und sie möchte ihn dann sozusagen zu einem Interview einladen, was allein schon eine große Sensation ist, weil ich glaube, sonst lässt sie niemanden bei sich in in ihr kleines Leben hinein, außer so ganz paar ausgewählte Personen. Und ja, dieses Buch soll so provozieren und so provokant einige Details und eben die Geschichte ihrer Schwester noch so ein bisschen aufarbeiten, dass er so provoziert wird und deswegen aus sich herauskommt und sozusagen gesteht. Und sie möchte das irgendwie heraufbeschwören. Und dieses Buch. Und deswegen habe ich auch ausgewählt, eben weil sie eine Schriftstellerin ist und weil wir auch dieses Buch lesen. Denn wir haben hier immer wieder Kapitel aus dem Buch, was auch ein Krimi ist. Und sie beschreibt dort eben ein bisschen von dem, was geschehen sein könnte. Da es aber allerdings ein fiktives Buch ist, weil sie das ja nun mal selbst geschrieben hat. Wir lesen hier jetzt nicht aus ihren Erinnerungen, wie es damals wirklich war, sondern was sie als Buch geschrieben hat, wo sie halt realistische Elemente mit eingebaut hat. Aber wir als Leser wissen nicht, ist das jetzt wahr oder was hat sie dazu gedichtet. Allgemein ist es total spannend, weil hierbei handelt es sich eben auch um einen Psychothriller und jetzt nicht um einen Ermittler-Thriller. War einfach zu erleben, wie sehr sicher sie ist und wie ja instabil sie psychisch ist und man irgendwann als Leser auch nicht mehr weiß, ob man ihr trauen kann und ihren Erinnerungen trauen kann. Ja, ich fand das sehr grandios geschrieben. Es ist überhaupt nicht platt geschrieben, sondern auch deswegen finde ich, passt es sehr gut in dieses Video, weil die
die Liebe zur Sprache und zur Formulierung hier wirklich sehr, sehr gut rauskommt und hier sehr, sehr intelligent komponiert wurde und intelligent formuliert wurde, wie die Gedanken im Kopf von unserer Protagonistin immer mehr zu schwirren anfangen und sich zu drehen und sie irgendwie immer instabiler wird. Und das fand ich ziemlich genial. Und dann immer wieder diese Kapitel im Buch zu lesen und zu überlegen, was ist davon jetzt wirklich passiert und was ist Fiktion. Ja. Ich habe bisher nur den einen Roman von Melanie Rabe gelesen, aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für euch. Das Ende hat mir nicht so gut gefallen, aber ja, den Weg dahin fand ich so gut, dass ich das Buch auf jeden Fall bei mir stehen lasse. Und das sollte schon was heißen, denn sonst ziehen Thriller schnell bei mir wieder aus, und habe ich keine Lust, sie nochmal zu lesen. Aber gerade weil der Weg dorthin zu dem Ziel, hier geht es eben nicht nur um die Auflösung, sondern man kann auch den Weg dorthin sehr genießen, auch wenn man schon das Ergebnis weiß, weil zum Beispiel eben ja, der Schreibstil so besonders ist und den man sehr genießen kann. Ja, also da freue ich mich, das irgendwann nochmal zu lesen und so die kleinen Hinweise schon vielleicht rauszulesen, die man dann aufs Ende bekommt. So, wir gehen zurück in die Fantasy mit das Buch von Wolfgang und Heike Holbein. Das habe ich euch auch schon öfter vorgestellt. Das ist ein ziemlicher Brecher, allerdings für Buchliebhaber wirklich ja, ein Schmankerl. Alleine der Titel sagt es uns ja schon, dass es hier um ein Buch geht und auch um eine Bibliothek, die man hier auf dem Cover drauf erkennen kann. Unsere Protagonistin hier ist Leonie. Leonie erfährt, dass sie die Gabe vererbt bekommen hat von ihrer Großmutter. Sie wusste bisher von dieser Gabe nichts, hat ein ganz normales Leben geführt in unserer Welt, bis ihre Großmutter ihr erklärt, beziehungsweise sie erfährt, dass es unter der Erde in Katakomben eine riesige Bibliothek gibt, wo Bücher stehen, die von seltsamen Wesen, den Skriptoren, geschrieben wird. Und zwar ist das die Geschichte unserer Welt, unserer Realität, wird pausenlos geschrieben. Und Leonie ist die Hüterin und sie muss verhindern, dass daran irgendetwas verändert wird, sondern dass es alles so seinen Lauf nimmt. Doch irgendwann verschaffen sich Unbefugte Eintritt in diese Bibliothek und schreiben unsere Realität um. Da Leonie die Gabe besitzt, kann sie irgendwann erkennen, was Realität und was also die umgeschriebene Realität ist. Bis das allerdings der Fall ist, dauert es etwas und sie muss immer wieder prüfen und gucken, ist das jetzt gerade wahr und was ist hier gerade geschrieben worden und was ist nicht. Sie entdeckt natürlich auch die unterirdische Bibliothek, aber sie wird halt immer wieder in eine neue Realität hineingeschrieben und somit weggesperrt und somit versucht, sie abzulenken. Aber sie kommt irgendwann dem Geheimnis auf die Spur und versucht natürlich, die Eindringlinge zu verfolgen. Ja, das Ganze ist sehr, sehr spannend. Ich habe auch schon einiges bestimmt wieder vergessen, weil das sind ja 800 Seiten oder was? Ja, 860 Seiten. Da passiert einiges. Manchmal fand ich das tatsächlich ein bisschen komplex. Ist allerdings auch schon Ewigkeiten her, dass ich es gelesen habe. Ich könnte mir denken, dass wenn ich es jetzt nochmal lese, ich da vielleicht ein bisschen anders drüber denke und ich vielleicht gerade das toll finde, dass das so ein bisschen verwirrend ist. Und besonders, wenn man jetzt weiß, was das Ganze soll, weil erst habe ich da immer gar nicht gecheckt, hä, warum ist sie denn jetzt auf einmal an einem ganz anderen Ort und denkt gar nicht mehr über die alten Probleme oder Geschehnisse nach, weil eben eine neue Realität geschrieben worden ist. Ja, das Ganze, diese unterirdische Bibliothek habe ich sogar noch zum Teilen im Kopf und habe noch einige Settings, die mich auf jeden Fall weiterhin begleiten werden, wenn ich an dieses Buch denke. Schön finde ich auch, dass es ein Einzelband ist. Es ist mal keine Reihe und trotzdem wunderbare Bücherfantasy. Es handelt natürlich hier jetzt nicht von besonderen Geschichten oder Figuren, aber trotzdem geht es um Büchern und um eine Bibliothek. Und ja, um finstere Machenschaften, auch das eine große Empfehlung.
Von einem dicken Wälzer zu einem kleinen, dünnen Büchlein, was es aber wirklich in sich hat. Und zwar ist es der Wortschatz von Elias Vorpahl. Ja, ihr könnt sehen, das ist wirklich nur ein ganz dünnes Büchlein. Und hier dreht es sich auch gar nicht um Bücher an sich, sondern dem Inhalt von Büchern, nämlich um die Sprache, um Wörter. Denn unsere Hauptperson, man kann noch nicht mal von einer Person sprechen, ist ein Wort. Wir begleiten nämlich ein Wort auf der Suche nach seiner Bedeutung. Denn dieses Wort hat vergessen, was es, wie es heißt und wie die Bedeutung ist und was der Sinn überhaupt seines Lebens ist. Und deswegen bricht es auf in die Welt der Sprache. Und das Ganze ist sehr philosophisch natürlich, sprachgewaltig irgendwie auch und sehr symbolisch. Und man fühlt hier einfach die Liebe zu Wörtern und zu Sprache. Und deswegen wollte ich das Ganze auch besonders gerne hier mit hineinnehmen. Ich kann euch gar nicht richtig sagen, was hier alles passiert, weil ihr das selbst entdecken müsst. Das Ganze ist auch noch illustriert. Und wie gesagt, es ist ein bisschen skurril, ein bisschen verrückt, weil eben hier Worte ein eigenes Seelenleben bekommen und so ein bisschen vermenschlicht werden, was total seltsam ist und trotzdem eine wunderbare Idee hat. Ich habe mich beim Lesen leider ein bisschen gespoilert gehabt, was nachher die Bedeutung bzw. der Name des Wortes ist. Das hat mich ein bisschen geärgert. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich es nicht mehr weiß. Das heißt, ich könnte es jetzt mal wieder lesen. Also für jeden, der die Sprache liebt und über die Bücherliebe hinein in die Sprachliebe und Wortspiele sind hier natürlich auch ein großes Thema. Und ja, es sind einfach so Doppeldeutigkeiten. Ich finde auch hier, wie das geschrieben wird, auch sehr, sehr schön. Erlebe, wie das Wort ausgesprochen wird, Dichterinnen und Denker kennenlernt, im Sprachfluss fast untergeht, an den großen Wortspielen teilnimmt und sich am Ende bald selbst nicht mehr versteht. Ein Buch für Erwachsene, als sie noch Kinder waren. Ja, auch nochmal eine große Empfehlung für euch, wenn ihr ein kleines, aber innerlich sehr großes Buch lesen möchtet. Ja, das waren sie erstmal. Meine Buchempfehlungen über Bücher, Schriftsteller, Sprache, Worte. Ich hätte sicherlich noch mehr finden können, aber ich habe mich jetzt erstmal für diese Auswahl entschieden. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt und wenn ich wieder ein paar Bücher zusammen habe, dann werde ich sicherlich noch mal ein Teil 2 machen. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann müsst ihr natürlich auch zu Totos Video rüberschalten. Ich bin sehr gespannt, was er für eine Auswahl hat. Er wird sicherlich auch noch mal ganz andere Bücher vorstellen und das Ganze noch ein bisschen bunter machen, die Auswahl. Ja, ich schicke liebe Grüße an dich raus, Thorsten, und freue mich, dass wir das umgesetzt haben. Und hoffe, ihr hattet Freude daran und freue mich natürlich auch auf eure Buchempfehlungen. Es gibt ja noch so viele Reihen und Bücher über Bücher, die ich wirklich sehr, sehr gerne lesen würde. Aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Buchtipps, die ich noch gar nicht kenne. Und vielleicht hilft es natürlich auch den anderen Zuschauern, die ebenfalls gerne solche Themen lesen. Dann schreibt das alles in die Kommentare. Ich freue mich sehr, von euch zu lesen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.